Benutzen wir mal die Klingel, dann kommt wahrscheinlich der Portier. Heißt das Portier? Ich weiß es nicht. Doch, glaub schon. Halt, der Hotelinhaber! Ah, okay. Sieht aus wie so ein Klosett, die Tür, ne? Weil da ein Herzchen drauf ist. So ein Plumpsklo. Dreh dich um! Was hat er denn gemacht? Organhändler. Willkommen im Panja Inn, dem einzigen Hotel auf Tooth Island mit einem kompletten Stern. Nicht schlecht. Und wir sind also doch auf Tooth Island. Gut, das wusste ich ja spätestens, als ich gehört habe, dass der gute Dr. T doch auf dieser Insel ist. Das einzige, das bloß einen Stern hat? Das einzige, das überhaupt Sterne hat. Also dann, was kann ich für Sie tun? Wow, das ist ja phänomenal. Ein Stern. Die Blume scheint wahrscheinlich dafür zu sorgen, dass hier eine wohlige Atmosphäre herrscht. Seht ihr diese wunderschöne Blume? Und dieses Bild. Boah, macht mir das Angst. Guckt euch das mal an. Das ist. Der sieht aus wie Lord Voldemort. Oh Gott. Ja, das ist gut hier. Ein gewisser Montgomery hat hier sicher etwas für mich hinterlassen. Nein, hier wurde nichts hinterlassen. Tut mir leid. Hä? Hören Sie, ich habe Schiffbruch erlitten. Ich muss bei irgendeinem Zuständigen die Belohnung für die Überfahrt abholen. Und dann wieder von diesem Nest verschwinden. Aha. Haben Sie denn eine Adresse oder sowas? Nein, das Ganze ist ein Geheimauftrag. Tja, denkbar schlechte Voraussetzungen für Sie. Oh, der hat so einen Was würden schönen Sie denn in meinem Schnauzbart. Fall tun? Oh, bei Problemen kehre ich für gewöhnlich meinen Hinterhof. Da kann man prima nachdenken. Toll, ich habe aber keinen Hinterhof. Oder ich poliere die Fenster. Ist auch ganz gut. Wie ich schon sagte, mein Schiff ist hin, deswegen habe ich auch keine Fenster. Ein Wasserrohr reparieren kann auch ganz inspirierend. Ich glaube, wir kommen so nicht weiter. Ich bin doch kein Klempner, ich bin nicht Mario. Ja, das könnte eventuell auch. Hat ein gewisser Montgomery hier ein Zimmer reserviert? In der Tat. Aber bevor Sie fragen, nur eben diesen Mr. Montgomery werde ich in sein Zimmer lassen. Er hat nämlich schon Post erhalten und die ist sicher nur für seine Augen bestimmt. In Wirklichkeit bin ich ja vom Schlüsseldienst und müsste mal die Schlösser. Na sicher doch. Ja? Nein. Schade. Versuch war es wert, ne? Warum ist der Kamin an? Na, dafür gibt es doch den Stern. Für den Kamin? Bei dieser Bullenhitze? Ach, da wollen wir mal nicht kleinlich sein. Das Reglement sagt, dass es einen Stern für einen Kamin gibt. Toll. Das heißt, Sie haben keinen Stern für gemütliche Betten? Ganz genau. Irgendwo muss man schließlich sparen, wenn man am Tag so viel Holz verfeuert. Ich bin sehr stolz auf meinen Stern. Er bedeutet mir sehr viel. Er muss immer blitzen und blinken. Und wenn er mal nicht blitzt und blinkt, muss ich ihn putzen. Mein Ah. schöner Stern. Ach, ich liebe ihn. Die einzige Bedingung, die man für einen Kamin erfüllen muss, ist, den Gästen hin und wieder ein Glas Wasser anzubieten. Okay. Ich habe ein paar spontane Ideen. Wollen wir mal gucken. Ich möchte meine Belohnung kassieren und dann runter von diesem Felsbrocken. Da kann ich Ihnen wohl kaum helfen. Das ist mir schon bewusst, aber ich wollte es mal gesagt haben. Hier verkehren auch gar keine Schiffslinien. Das heißt? Das heißt, dass Sie hier nicht so schnell wieder runterkommen. Vielleicht hat man beim britischen Wachposten noch einen Tipp für Sie. Ja, Flugplatz und so, aber wie willst du denn hier runterkommen? Wie kommst du an deine Waren heran? Wie? Ach, egal. Ja, dann mieten wir vielleicht mal, oder warte mal, was trinken wäre gut. Genau, ja. Könnte ich vielleicht etwas zu trinken haben, solange ich warte? Als kaminführendes Hotel sind wir vertraglich verpflichtet, Ihnen ein Glas Wasser anzubieten. Wegen der enormen Hitze. Sonst besteht die Gefahr, dass wir den geschätzten Stern verlieren. Also, bitte sehr. Yay! Wow, Glas Wasser und da ist der Kamin. Und ich habe die Vermutung, dass ich den ausmachen muss. Dann macht er es wieder an und währenddessen kann ich hier ein bisschen Schabernack treiben. Was genau, weiß ich aber noch nicht. Gut, wir werden aber noch mal ganz kurz mit ihm reden. Und was kann ich jetzt für Sie tun? Und zwar. Ist es nicht vielleicht überhaupt das einzige Hotel? Und somit ganz vorn dabei. Also dann, was kann ich für Sie tun? Ich möchte ein Zimmer mieten. Kostet 2 Pfund die Nacht. Und 15 Pfund Kaution. 17 Pfund also, wenn ich bitten dürfte. Sobald man mir meine Belohnung ausgezahlt hat, kann ich das bezahlen. Ja, sobald, sobald. Dann kommen Sie doch so bald wie möglich wieder. Könnte ich vielleicht etwas zu trinken haben, solange ich warte? Sie haben doch bereits ein Glas Wasser. Ja, Jack hat wahrscheinlich einen überschwänglichen Durst. Kann ich mir auch durchaus vorstellen, draußen brütende Hitze mitten im Dschungel und er hat hier den Kamin an der Trottel. So, jetzt wollen wir mal gucken.
ob das klappt. Ja, das klappt schon mal. Jetzt fragt sich nur, was ich denn damit machen muss. Wahrscheinlich irgendwie was klauen, was nehmen, wo er nicht hinachtet. Was tun Sie denn da? Der Kamin ist aus. Wenn jetzt mein Hotel überprüft wird, verliere ich meinen Stern. Ja, ich bin hier von der Hotelinspektion. Ich muss hier mal gucken, ob... So, den Stern nehmen, genau. Was auch immer ich da... Der Stern ist leider festgeklebt. Putzmittel. Terpentin. Ah, Terpentin. Sehr löslich. Vertauschen wir den Scheiß doch mal. Lalala. Das wird nicht funktionieren. Terpentin. So, ein Terpentin war unten. Wie, nee, das war ja... jetzt bin ich wahrscheinlich zu langsam. Warte mal. Das muss oben. Nein! So. Scheiße. Ach, Mensch. Was bist du auch so schnell im Entfachen eines Feuers? Ich doch nur... Na klar. Was? Ich hab nichts getan. Hab ich immer noch Wasser? Cool. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich habe ein endloses Glas Wasser. Ich kann mich nicht glücklicher schätzen. Ich muss nie wieder Durst erleiden. Das wäre das Problem für Afrika. Gegen die Welthungerkatastrophe und Weltdurstprobleme. Die haben da ja so schrecklich... Was tun sie denn da? Ja, ja, die haben ja so schrecklich dreckiges Wasser. Da kriegen die ja immer Durchfall von. Das ist voll gemein. Aber über die dritte Welt, da könnte ich nochmal einen richtig langen Aussatz drüber erzählen. Das werde ich aber nicht während des Spiels tun. Denn was da läuft und was wir als erste Welt dagegen tun, ist einfach nur lächerlich. So. Und wir haben auch gar kein Interesse daran, die alle da irgendwie an unserer Welt teilhaben zu lassen. Aber wir wollen damit nicht anfangen. So, jetzt, Räucherstäb. Ah, ja. Mehr als Kohle. Schwarz machen, dann putzt er das und dann löst sich das. So. Nein, wieder zu spät. Aber gut, ich habe jetzt schon mal ausgetauscht. Das bleibt scheinbar, das hat er nicht gemerkt. Denn ich habe die Vermutung, dass wenn ich den guten Stern hier ein bisschen ankokel, dass ihn das nicht besonders erfreuen wird. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, warum. Denn dann, dann ist er dreckig, dann will er ihn putzen. Aber anstatt, dass er das Putzmittel nimmt, nimmt er das Terpentin und dadurch löst sich der Stern, ist dann locker und, dann sehen wir weiter. Also nochmal. Aber richtig schöne Hotelmusik im Hintergrund. Ich fühle mich hier richtig wie, Was tun Sie? So. Jetzt ist das ja alles nur ein Klacks vorbei. Wie ist das Räucherstäbchen automatisch an oder habe ich mein Feuerzeug? Ist ja auch weg. Warum ist das denn weg? Ein Feuerzeug behält man, Jack. Später vielleicht. Wie später vielleicht? Figur, ich kann hier noch ganz viel betrachten. Nimmstern kann ich nicht nehmen. Betrachte obere Ablage. Ja, dann müssen wir gleich mal uns was anderes überlegen. Da kann man etwas draufstellen. Ich muss ihn vielleicht zuerst entfachen, das Räucherstäbchen. Ja, jetzt mach mal hinne da. Mach mal wieder anders, Feuer. So. Ich glaube, ich bringe ihn jetzt in den finanziellen Ruin. Denn er muss ja das Feuer immer wieder neu entfachen. Das heißt, immer wieder neues Holz nachlegen. So. Das scheint nicht zu funktionieren. Wieso denn nicht? Viel mehr als Kohle ist nicht übrig. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Oh, jetzt bin ich überfragt. Ich habe noch einen Präzisionskompass und Jacks Seesack und ein Messer. Mit Messer kann ich das Ding ja nicht ablösen, ne? Das wird nicht funktionieren. Ja, aber ich muss ihn irgendwie anschwärzen. Wo haben wir denn hier Feuer? Können wir hochgehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, wir dürfen hochgehen. Sehr schön. Hab ich nicht gedacht. Verschlossen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Warum lässt er mich denn hier einfach hochtrampeln? Was ist er denn für ein Pimp? Ja, wie komme ich jetzt hier links lang? Ist aber hakelig teilweise. Hallo, komme ich nicht links lang? Kann ich nicht da irgendwie hochgehen so? Nein, kann ich nicht. Dann kann ich hier oben auch nichts weiter anfangen. Schauen wir uns mal die Figur an. Was sind wir denn da für eine Figur? Mir scheint, der indische Hotelier beschäftigt sich mit nicht ganz so indischen Künsten. Naja, er ist eben ein aufgeschlossener Mann. Sieht aus wie so eine Voodoo-Figur oder so. Oh, hier eine schöne englische Uhr. Stilvoll. Nanu, ist es wirklich noch so früh? Boah, ist auch nur hell draußen, ne? Da ist die Schlüsselablage. In dem Stern ist da nichts was anderes, was ich mir angucken kann. Treppe hochgehen bringt mir nichts. Dann gehe ich mal rausgucken. Irgendwie muss ich das Räucherstäbchen hier anzünden können. Aber an der Straße, Teer, Regenschirm, Strapse? What the fuck? What the hell? Oh, ich kann in den Dschungel reingehen. Hier ist wohl erstmal kein Durchkommen. Kann ich nicht. Ein Regenschirm mit henkelartigem Griff. Klassisch britisch. Ja. Strapsen. Nicht auch ganz mein Geschmack. Auch klassisch britisch. So, ich brauche irgendwas zum Anzünden. Heuhaufen. Nee, das wird zwar nicht sein. Wir gehen mal wieder zurück zum Opferaltar. Aha. Was? Schon wieder Mr. Unbekannt. Nee, ich will auch gar nicht durch. Ich komme später wieder. Nur
Ich will doch gar nicht durch. Ich will doch ganz woanders hin, mein Freund. Ich will doch hier runter. Denn ich will mal gucken, ob ich bei der Opferstätte vielleicht noch was ausrichten kann. Weil ein Plan, der muss so funktionieren. Das ist jetzt einfach mal so etwas, was ich vermute. Aber warum habe ich denn mein Feuerzeug auch nicht mehr? Ist doch dumm. Inschrift. Da steht, abgebrannte Räucherstäbchen werden regelmäßig ausgetauscht. Ein Service ihrer freundlichen Mönche aus dem Dschungeltempel. Ah, warte mal. Das wird nicht funktionieren. Nee. Das wird nicht funktionieren. Okay, ich muss das Ding also behalten. Kann hier also erstmal nichts mehr machen.